Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald. Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald. Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald. Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Kies und Kreis, ja, Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Ja, so eine schöne Hütte im Wald ist ja schön und gut, aber was trägt man denn hier auf der Insel? Ich habe gar keine Ahnung. Weiß da nicht irgendwas die News? Hallihallo, Hallöchen, Freunde. Es ist wieder Zeit für Kyle Unuglak und die Muschelwald-News. Am Muschelstrand Nord gibt es Neuigkeiten. Eine neue Kleiderrevolution. Wir haben nachgehakt. Naja gut, also ich hab jetzt hier, wir machen was Neues. Das nennt sich Rivers Tangirum. Ne? Schöner Lendenschurz aus altem Menschenleder und dann die dünne Seite vorne tragen. Ne? Das bringt erstmal eine schöne Spaltung. Und bei Männern kann man wählen. Links, rechts oder trage ich beides? Oder auf einer Seite? Das weiß man noch nicht. Wir haben die Revolution. Okay, vielen Dank für diese neuen Informationen. Das war Kyle Unuglak. Viel Spaß mit dem restlichen Tag. Gott. Was, wie jetzt? Ich weiß nicht. Passen da beide Eier mit Wurst rein oder quetscht eins nach links und eins nach rechts? Ich verstehe das alles nicht. Ja, gesagt, das muss revolutioniert werden. Man weiß es noch nicht genau. Manche tragen links, rechts. Einige nur links, einige nur rechts. Also ich glaube, ich würde einfach beides. Ne? Wurst links, Bohnen rechts vielleicht. Weiß ich noch nicht. Das ist, du musst ja das natürliche Feeling auch irgendwie haben. Wurst mit Bohnen, Wurst mit Bohnen. Ja. Wurst mit Bohnen. Alter, der Film ist auch so gut, ne? Ja, aber Adam Sandler hat gesagt, er macht keine Komödien mehr, weil zu politisch die Welt geworden ist. Ja, Tim LeBlanc, ich habe sein Buch gefunden. Der alte LeBlanqui. Der alte Tim zieht blank. Tim LeBlanqui, Mann. Parallele Universen. In deiner Hosentasche. Paralleluniversen für die Hosentasche. Da kann man auch schon was schmelzen. Kann man direkt einen kleinen Tim Schmelzer machen. Was hab ich denn jetzt geschmolzen? Ich hab da keinen Saft drin. No Saft steht hier. Weißt du, ich hab jetzt schon zu viele Batterien. Aber hab nicht mal eine Taschenlampe. Ja, ja, und das ist es dann. Und dann haben wir halt wieder keine, wenn wir sie brauchen. Ja. Oh, ich habe aus Versehen Pfeile hergestellt. Die finden wir doch auch wieder, dann, wenn wir sie brauchen, finden wir genug davon. Naja, jetzt sammle ich sie ein. Oh, was könnt ihr mir noch alles machen? Irgendwas Nützliches? Irgendwas Neues? GPS? Eine Trinkflasche war ziemlich gut. Mach ich mir mal eine. Hab ich schon mal dabei. Weil jetzt ist ja das Wasser giftig. Früher konntest du an jeder Gletscherspalte deine Lippen ranpressen und saugen. Ja, das heißt, wir müssen auch hier diese Schwarzschwanzschildkröte müssen wir finden wegen... Ja, aber die ist nur auf der Nordseite am Strand. Da gibt's die. Und ist aber immer nur 2 Klicks von einer entfernt. Wusstest du, dass die Galapagos-Schildkröte so laut ist, dass die Leute in der Gegend richtig terrorisiert werden und dass sie permanent geil ist? Ich weiß auch nicht, aber... Also die Leute haben da richtig Frust, die sind richtig, ja, die sind richtig genervt, weil das Ding halt richtig laut stöhnt. Guck mal, hier hinten in der Ecke lagen Pfeile rum. Ja, die habe ich allein gesammelt schon. Ich bin ein bisschen im Plus, was jetzt Pfeile angeht. So, siehste, haben wir doch schon mal was. Wir haben 18.13 Uhr. Jetzt müssen wir eh erstmal drinnen bleiben. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Ich auch nicht, was ist für eine Höhle überhaupt? Weiß ich gar nicht. Wurde vorgeschlagen, gehen wir mal hin, vielleicht gibt's ja Limo. Guck mal, hier gibt's ein bisschen Draht. Ist das schon diese Bosshöhle? Das ist die Höhle, wo man eine Keycard auf jeden Fall braucht. Ja, ja, die wir noch nicht besitzen. Aber Geld und Uhren. Geld und Uhren. Das ist der Geld- und Uhren-Club. Geld und Huren, aber irgendwer hat sich vertippt und deswegen haben alle ihre Rolex mitgebracht. Ne, hier können wir noch nicht rein. Nee, ich bin doch schon wieder auf dem Weg zurück. Du bist Durstig. Gibt's hier keine Wasserreinigungstabletten? Nee, irgendwie nicht, ne? Gibt's hier keinen Kochtopf? Wo war... Ah ja, wir müssen dahin, wo wir unsere Basis hatten, weil da war doch diese kleine Campingstelle. Ja, stimmt. Do you remember? Oh, boah, aber draußen... Super dark, müssen wir direkt ein Zelt aufspannen. Sollen wir nicht lieber drinnen eins aufspannen? Weil hier draußen sonst die Uluglaks rumlaufen. Guck mal, was ist das hier? Glühwürmchen direkt da vorne. Ich sehe halt nichts. Ich bin dabei, ein Zelt aufzubauen. Drin war doch eh so ein kleines Bett, aber ja, probieren wir es. Vielleicht klappt's ja. Vielleicht dürfen wir ja schlafen. Drin wäre ein Bett gewesen. Guck mal, hier sind so Glühwürmchen jetzt. Hast du es auch? Ja.
Na, aber belästigt, ja. Sollen wir nicht einfach in die Höhle gehen zu pennen? Einmal deine Matte mit. Warte mal, nee, ich hau den kurz kaputt. Das ist, glaube ich, nur der eine hier. Der ist jetzt sogar schon weggerannt. Oder siehst du ihn noch? Nö. Lass nochmal versuchen. Ich geh mal rein. Nee. Nö. Wo ist der denn? Das ist nur so ein. Hier, so ein Turbonick. Ah, nee, es war Gabagabi. Alte Gabagabi. Jetzt müssen wir pennen können. Die ist immer noch an dieser einen Hütte, ne? Da bei die der ist immer noch. Ursula. Oh, tot. Für immer Schlaf. Drinnen hätten wir jetzt schon dreimal schlafen können. Ja, dann gehen wir rein. Kann du das Ding nicht abreißen jetzt? Wo ist ja, keine Ahnung, warum die Gabagabi auf einmal so gierig ist. Alter, ich sehe deinen Mund und deine Augäpfel, die sind glühend rot. Was hast denn du durchgejodelt? Ja, gut, ab 1.4., gell? Mit Gabagabi dann gemeinsam. Mit Gabagabi und zwei schöne Brühwürstchen und dann wird abge. Schöne Schüssel Borscht bei Dünsch haben wir uns geteilt. Hä? Hä? Ach komm, echt jetzt? Jetzt aber. Jetzt hat's geklappt. Kann ich nicht hier so ein bisschen Tropfwasser oder sowas schlappern, weil das ja eigentlich... Ja, aber das ist nicht, das ist kein Wasser. Da oben war so ein Zimmer, wo die immer ihre Veranstaltungen gemacht haben. Das tropft, das ist Mannsahne. Hast du auch so einen dicken Oberarm 7 neben deiner Durstanzeige? Oberarm 6 habe ich. Ich habe einen Oberarm 7. Ich frage mich, durch was level ich meinen Oberarm? Alter, Gabagabi! Oh. Gaba ist tot. Hier. Kann es sein, dass sie irgendwie mehr Stress machen in der 1-0er? Ja, weil bisher, die wurden also noch nicht so belästigt. Ja, wir sind halt schon weit rausgefahren, ne? Dann komm, schwingen wir uns auf das Ding, oder was holst du da noch raus aus der alten? Na, ich schönes dachte, Frauenleder. Ich dachte, ich kann ihr Köpfchen mitnehmen, aber... Ich habe ein wenig Damenleder geerntet. Darmleder? Was ist das da für ein orangenes Symbol? Die Richtung. Ist auch irgendwas. Der Dosenöffner wird uns jetzt angezeigt. Haben sie extra für uns gemacht, weil wir die einzigen waren, die dieses Ding nicht gefunden haben. Und hier vorne ist auch wieder ein Golfcart. Gibt es da auch irgendwelche Materialien? Oh. Und wie lädt sich das Ding jetzt eigentlich auf? Mit Batterien. Aber hat ja auch so ein Solarding da oben drauf, oder nicht? Ach so, weiß ich gar nicht. Was ist das denn hier für ein Platz? Oh, guck mal, hier gibt's Pilze. Guck mal hier. Gab's aber früher schon, oder? Sicher? Hab ich mal reingefegt. Durchfall bekommen. Guck mal, das ist auch so eine riesige... Da sind Gräber, drei Stück, aber wir haben keine Schaufel. Nee, aber hier vorne ist irgendwas. Eine Höhle wahrscheinlich. Was ist das? Ist das eine Höhle? Die habe ich noch nie gesehen. Oder? Ist das eine Höhle? Das ist eine Höhle. Das ist doch eine neue Höhle. Gordon. Ach, Gordon Ramsay war hier. Das ist die Chefkochhöhle. Von Jinjanju. Jinjanju? Ja, hier unten, wer ist der denn? Der hat mich letztens angerufen und meinte... Die ist doch neu. Ich muss meine Waschmaschinenversicherung verlängern. Kennst du die Höhle? Nee. Also sie so spontan sagt... Oh, endlich Stoff. Oh, ein Lederbeutel. Gibt's in der Höhle was? Oder ist es nur so ein Placeholder? Naja, Placeholder gibt's ja an sich nicht mehr. Stimmt. Hier hängen aber ziemlich viele abgehangene. Guck mal, zwei Ebenen. Jetzt hoch und runter. Wo geht's denn runter? Wo bist du hin? Ich bin hochgegangen, jetzt bin ich in so einer Gletscherspalte. Da oben ist nichts. Oben ist nichts. Ich geh jetzt einfach nur raus. Hä?
Ich krieg mir noch ein bisschen Gekochtes rein. Oh, ein Bauplan. Mach mir mal eine Fackel. Ein Bauplan. Bauplan. Für, was ist das? Für ein Adler. Wie jetzt ein Adler? Wie? Hä? Was? Was ist das? Eine Adlerrampe irgendwie. Adlerrampe? Ja. Abschussrampe für private Adlerflüge. Wow, das ist so ein Landeplatz. Für so einen selbstgebastelten Adler. Ja, sag ich doch. Krass. Aber dafür brauchst du 4 dicke Schildkrötenpanzer-Rhinos. Ja, oh, wie hell die Fackel ist. Die machen es uns jetzt hier nicht mehr leicht. Nee, nee, aber den Standardgleiter gibt's da nicht mehr, oder was? Ja, aber oben war nichts, da ging's nur raus. Aber wo sind denn die Ledertaschen? Die würde ich gerne mal öffnen, da. Da könnten Pillen drin sein, wenn du Glück hast. Ja, ja, eben, deswegen. Oh ja, einmal Pillen sind schon drin. So. Meine waren leider sehr schäbig. Ich hatte richtiges schäbiges Leder. So, wo bist du hin, Schäberleder? Ich bin mal oben in diese Gletscherspalte, wo ich dir gesagt habe, um zu gucken, ob da irgendwas ist, aber geht's halt einfach nur raus. Da kommt man auch raus. Aber wir brauchen ja den Golfkarren. Ja. Okay, das ist eine neue Höhle. Aber woher haben wir die Infos von der Höhle? Wir haben irgendwas eingesammelt. Oder hat die Keil dir zugesteckt? Was war das Keil. Denn? Keil macht auch nicht mehr. Das hätte jemand gerade angegriffen. Ah, wir brauchen halt mal so ein paar Limos. Das wäre halt richtig nice. So, dann fahren wir mal zum ersten. Spielt ja in der Zukunft, wo Energy Drinks verboten sind. Die Anti-Energy Drink Lobby. Ich finde es irgendwie interessant, dass die Polen immer so Energy Drinks als Heilmittel haben. Weil das war ja auch in Dead Island. Dass sie auch nur von Energy Drinks ernährt. Ja, ja. Das ist irgendwie denen so ihr Ding, ne? Die denken wirklich, oh, mir geht's schlecht. Guck, Marek, mir geht's schlecht. Ja, drück doch mal ein Energy. Ich hab explosiven Durchfall. Drück doch mal ein Energy. Ja, ja. Drück doch mal ein Mountain Dew Light, dann ist er weg. Glaubst du, er kommt da rüber? Boah. Nein, das ist ein Stein. Mist, warte. Oh nein, ich bin rausgefallen. Oh no. Einsteigen. Wie tritt man das? Mit E, aber du musst einsteigen. Ich bin drauf. Ich guck hinten raus. Boah. Boah. Ich hab hier keinen Grip. Warte, in die Richtung. Blockiere. Auch ein bisschen. Tritten doch rüber ans andere Ufer. Würde ich gerne, aber kann ich nicht mehr. Wie tritt man denn? Mit E vorne an der Schnauze. Ich schiebe. Warte, ich schiebe. Wow. Was war das denn? Ah, ich schiebe hier ein bisschen dagegen. Warum? Wir müssen doch da hoch. Hier, wir müssen auf die andere Seite, genau dahin. Aber hier geht's doch so runter, deswegen kannst du ja hier nicht fahren. Wird er nach da oben hin. Gegen den. Jetzt sind wir beinahe am Ufer, oder? Warte mal, vielleicht kann ich jetzt fahren. Moment, ich teste es. Nee, der Stein, dieser blöde Stein. Ich schieb noch ein bisschen. Ja! Ja, ja. Ja! Oh. Nice. So, jetzt gehen wir hier zum ersten Ausrufezeichen. Hier ist ja noch eine Höhle, oder? Ja. Jo, muss mal reingucken. Alter, was ist hier los? Meint, ist das dieselbe Höhle? Nee, ist eine andere Höhle. Ich sehe gar nichts, Warte, ich hol wieder die Fackel raus. Oh, hier geht's nach unten mit dem Seil. Ab geht's. Heißt ja nix. Wir hatten ja auch schon Höhlen, da ging es unten mit einem Seil runter und dann irgendwie war Ende. Hier liegt ein abgekauter Hintern. Wow! Boah! Alter. Hast du gesehen? Komm, hier so Leichen vom Himmel. Was ist das für eine Höhle, Junge? Kenn ich nicht, ist neu.
Hier, zerkloppt die mal, ich hab die Fackel. Ich hab wieder eine Dose gefunden, warte. Oh, hier war noch Ledertasch. Seil und Kleingeld. Ih, hier hängt richtig viel Zeug. Ist richtig ekelhaft, die Höhle. Richtige Wursthöhle, du. Aber hier liegt nichts an Bauplänen oder sowas, ne? Nee. Ich habe zumindest nichts gefunden. Einfach nur so eine kleine Gruselhöhle. Oh, dann gehen wir wieder hoch. Ob Höhlenwasser wenigstens ungiftig ist? Nee, ich glaube, das ist sogar noch giftiger. Du musst ja so vom Stein runterlecken. Muttis Grottenwasser. Muttis Grottenwasser. Genau so würde ich meine Drinks verkaufen, weißt du? Pff, Gönnergy, was ist das für ein Name? Ja, es ist halt für so kleine Gangster halt so. Ich bin Gangster, ich habe mir gestern Gönnergy vom Schlafengehen reingejodelt. Ja. Mann, bist du krass. Simon, du sollst mich doch so nicht mehr nennen. Ich bin Jamal. Ah ja, ich weiß. Was ist das hier für ein Fels plötzlich? Warte mal, hier ist dann wieder eine Höhle oder irgendwas. Weil hier ist ein Ausrufezeichen. Also hier muss irgendwas geben. Ja, fahr doch aber an der Straße entlang. Hier ist doch nur Ja, aber wir müssen da hochklettern. Das ist wahrscheinlich das Ding, wo man runterschneiden muss wieder. Ach so. Da war doch so ein Flieger oder sowas, weißt du? Hier brennt jemand. Alter. Ja, der geht richtig steil. Arme Sau. Aber der Golfwagen ist ja markiert. Aber hier hätten wir auch langfahren können. Na, wir müssen aber wieder runter. Oben ist ja nichts. Wir müssen, glaube ich, runterschneiden. Ja, genau das da. Wo irgendwie das Seil losschneiden mussten. Marc de Chopin hat der hier. Boah, die erste Leiche gefunden. Und die Taschenlampe. Aber wir haben auch Batterien dabei. Gibt's hier noch Beeren da drüben? Ich brauche ein paar Naschbeeren hier. Na, wir haben jetzt eine Taschenlampe. Das ist schon mal ziemlich geil. Damit sind wir nämlich jetzt nicht mehr komplett blind. Und hier unten müsste ja dann eigentlich auch schon unsere alte Heimat sein. Das müsste hier sein. Ich hol mal die Karre. Ob die Fackel auch noch für immer hält? Ja, alte, weil ich habe ja eine Fackel. Ja, ich habe ja eine Fackel gebaut und die hat ja für immer gehalten. Ja. Gute alte für immer Fackel. Ich bin echt durstig. Ja, aber wenn wir da unten sind, haben wir gleich einen Kochtopf. Ich hau jetzt erstmal die Schwengelgolds nochmal rein hier. Die guten Schwengelmanns. Ich bin ein bisschen süchtig und vorbelastet. Das ist Austin Powers, ey. Ja. Austin Powers, Vater. Austin Powers, Vater. Sein Vater. Na, na, der Vater, der Dad. Der Vater, Daddy's Vater. Ach so, sein Vater. Entschuldigung, ich verstehe kein hohles Höllisch-Holländisch. Ach Mann, aber warum kriegen wir denn so Komödien nicht mehr? Hat die Welt vergessen zu lachen? Oh, was ist das denn? Ja, dann Camp. Siehst du das? Ach, das Camp Kitzelloch ist hier. Diese Bäume, Alter. Ich rutsche halt immer seitlich, weil hier so ein Gefälle ist. Alter, hey, aber zieht auch auf die Bäume, genau drauf. Das Ding ist... Huh, da ist jemand! Da ist ein Dude! Und Musik! Ein Gamer-Mann! Guck mal hier! Mann. Frank Gamer! Gamer-Mann ist hier. Er ist doch gestorben. Weil ich ihm die Musik weggenommen habe. Ja klar, du hast ihm direkt erstmal schön... Boah, eine bessere Axt und ein Zettel. Boah, und ein Kochtopf. Und Energy Drinks, geil, Mann. Und Wodka. Der gute alte Jack Holt. Plastiksprengstoff. Hier ist ein Leichensack.
Und wenn man das hier öffnet, kriegt man, glaube ich, noch Munition und Granaten. Ah ne, es sind nur... Da waren doch auch immer Granaten in der Gegend. Ich habe Schachthalm gefunden. Papierzielscheiben. Und Captain Crunch. Hast du einen Kochtopf dabei? Hast du den gefunden? Hier stand er irgendwo in der Mitte. Ja, ja. Weil der ist natürlich super wichtig. Was war denn jetzt mit ihm? Hat er nicht mal mehr, hat er noch letzte Worte gehabt oder so? Er hat sich eindefekliert. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Das waren seine letzten Taten. Boah, und weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt mache ich erstmal Feuerchen. Machst du dann Feuerchen? Ich mache Lederbeutel. Ich öffne meine... Ich dachte, du machst dich nützlich, weil ich will jetzt direkt mal Wasser abkochen. Ja, aber geht das? Also wie kriegst du das Wasser in den Topf? Du gehst an eine Quelle, nimmst den Topf in die Hand und machst Wasser rein. Wo ist dieser Topf? Da. Wo ist der Topf? Hier, ja. Ausrüsten. Gehen. Ja, eh. Es wäre schon extrem dumm, wenn es nicht gehen würde. Du brauchst auch keinen Topf zum Abkochen. Oh, jetzt guck, jetzt mach ich mir hier... Ach krass, ey, das ist nice. Uff, ich hab Ohren reingekloppt. Ohren? Ja. Ich hab den Kopf da reingehauen, da waren auf einmal Ohren drin. Du kannst auch Sachen reinmachen, kannst ja so eine schmackhafte Suppe machen. Alter, eine Ohrensuppe? Das klingt gut. Ich will aber einfach nur Trinkwasser haben, ich will ja keine Suppe. Woher weißt du denn, was da noch mit rein kann? Da sind Rezepte oben. Da kriegt man anscheinend gar kein Trinkwasser, sondern einfach nur irgendein Süppchen. Wo ist der Kochtopf denn jetzt in meinem Inventar hin? Hä? Der ist bei mir weg. Ich habe gerade Pflanzen aufgehoben. Habe ich jetzt einen zweiten Kochtopf? Ja. Kochtopf mit schmutzigem Wasser. Wie kann ich Sachen wegwerfen? Ja, aber wann köchelt der dann jetzt so? Hä? Wie kann ich den Kochtopf wegwerfen? Weiß ich nicht. Geh. Aber halte den, ich nehme deinen, ist ja egal. Ja, aber das gilt immer noch als schmutzig. Ja, wann wird's denn sauber? Normalerweise müsste das Wasser irgendwann sauber werden. Jetzt habe ich ihn eingesammelt. Ich gebe das mal aus hier, das eklige. Sauberes Wasser. Ah, okay, warte. Jetzt. Jetzt. Wie jetzt? Jetzt kocht er. Deckel drauf. Ich hab's auswählen können. Nur warten, bis es durchgeköchelt hat. Vielleicht ein bisschen C4 reinmachen, dann geht's schneller. Dann kannst du voll die Gerichte kochen. Ja, wie lange dauert das? Wir stehen jetzt da vor diesem Topf. Weiß ich nicht, kannst du es mit der Flasche jetzt rausnehmen? Noch nicht, noch geht da nichts. Mach doch mal schnell ein Lagerfeuerchen. Kannst du auch einen draufstellen. Ja gut, aber dadurch geht's ja nicht schneller. Ja, dann haben wir aber zwei. Vielleicht ist ja nur eine Flasche da drin. Ich weiß ja nicht, was da rauskommt. Wo kann ich das jetzt auswählen? Da ist so ein Zahnrad dran. Ja, jetzt fertig. Alter, Champignon-Cremesuppe. Jo, guck, jetzt machst du deine Flasche voll. Geil, Alter. Guck mal, wie klar das jetzt auch aussieht. Das hau ich mir direkt die heiße Brühe rein. Lässig. Boah, ey, da könnten wir richtig Pilzsuppen und so kochen. Ja, und du kannst auch hier deine Flasche schön voll machen für Notfälle. Geil, Mann. Ist da noch eine Solaranlage neben dran aufgebaut, damit es noch schneller geht? Du bist ins Feuer getreten. Oh, ja. Oh, macht aber. Oh, ja. Oh, Feuer. Sind hier Laptops, weil die können wir auch noch zerkloppen.
Kochen dauert aber echt lange. Das dauert schon lange, aber dafür hast du halt auch dann direkt mit der Flasche. Es war gut, dass wir die Flasche gemacht haben. Soll ich dir ein paar Fliegenpilze reinhauen? Nein, mach nichts rein jetzt. Geht auch, glaube ich, nicht, weil du das musst ja vorher auswählen. Na gut, Leute. Aber guck mal, hier können wir auch gleich speichern am Zelt. Naja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Auf Wiedersehen und... Tschö! Tschüss.